Grüßt euch, meine lieben YouTube-Freunde. Heute machen wir wieder ein schönes Unboxing. Ja, Weihnachten steht vor der Tür. DHL braucht auch Arbeit. Dann machen wir mal das einmal auf, dann könnt ihr wieder live dabei sein. So. So und so. Und gleich nochmal verpackt. Ja, Wahnsinn. Dann machen wir was für die Umwelt. So. Stellen wir das mal hier her. Muss ich bloß gucken, wie es am besten aufgeht. Ach, man hört schon klimpern. Schaut das aus. Was haben wir hier? Kondensmilch. Dann haben wir so ein kleines Sieb. Das kommt auf die Kaffeetasse drauf. Kaffee rein. Pressen und dann kann man das hier schön ziehen lassen. Das habe ich mal zwei. Ich habe da zwei Stück dazu bekommen. Kann man Kaffeepilze anpressen. Ich habe da zwei Stück dazu bekommen und ich weiß schon, was ich mit dem zweiten mache, mit diesen hier. Wenn ich immer rausgehe, der Isar entlang, dann kann ich mir schön Kaffee aufbrühen. Kann man auch Mokka machen. Stelle ich mal hier hin. Und dann sind noch zwei Kaffees dabei. Einmal, zweimal. Wie ich das jetzt gerade sehe, habe ich eigentlich zwei verschiedene bestellt, aber die haben jetzt dort. Nein, Entschuldigung. Arabi, muss ich umdrehen. Arabica und Traditionale. Jetzt habe ich schon gedacht, die haben mir einen falschen, zwei gleiche gesendet. Arabica und Traditionale. Jawohl, duftet schon sehr gut, der Kaffee. Und die Kondensmilch ist dabei, die ist gezuckert, da brauchen wir dann keinen Zucker nicht. Naja, gut, war halt jetzt dabei. Ich tue sowieso nicht so viel Zucker rein. Und wie gesagt, da macht man Kaffee rein, dann ein bisschen Milch drauf, Wasser drauf, heißes Wasser andrücken, Deckel drauf. Und auf eine Tasse drauf und ziehen lassen. Na gut, lassen wir sich mal überraschen. Das war's schon wieder. Ach, da haben wir noch das dabei. Aha, so sieht es dann aus. So wird es dann gemacht. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Nee. Okay, da lasse ich mich jetzt überraschen. Und morgen früh gibt es gleich einen schönen, guten Kaffee. Bis zum nächsten Mal, euer Albert. Pfiat euch, meine lieben YouTube-Freunde.